Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill Homecoming und dem Beagle. Eigentlich wollte ich eine Pause machen, also komplett für heute, aber so ohne Speicherpunkt ist das schon schlecht, ne? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich hatte gar keine andere Wahl, als die Krankenschwestern so wegzuholen. Was zum Vergnügen, da sitzt eine Puppe. Schade. Creepy. Ja. Schon wieder ohnmächtig oder was? Nadler heißen die Nadler. Ach, das mit dem Messer hat da auch ganz gut funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Außerdem brauchte ich alle meine Munition für die Krankenschwestern gerade. 5 Stück, Leute. Die hätten mich zerschnetzelt wie nix. Hätten sie auch fast geschafft. Oh nein, sag mir nicht, das ist dieses Kapitel. Dieses Kapitel. Oh, ich bin in Silent Hill angekommen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da fühlt man sich ja direkt richtig sicher. Da steht jemand. Josh, stop! Dumme Josh, ey. Nein, ich will nicht. Ich gehe in die andere Richtung erstmal. Ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, dass wenn ich ihm nicht direkt folge, ich zu einem Speicherpunkt komme. Aber hier geht es ja auch noch tiefer runter. Ich halt nochmal zurückrennen. Sieht hier nicht sympathisch aus, ne? Der Guido Maria Kretschmann wäre sehr unglücklich mit diesem Ort. Das ist so. Das würde hier bei nicht Shopping Queen, sondern das Gegenteil, wo die Räume einrichten. Ich hab die Tasche mal packen. Ich muss. Ach so. Ach so. Es gibt doch die Sendung, da müssen sie jetzt mittlerweile auch Zimmer einrichten, ne? Der wird maximal noch nicht mal einen halben Punkt dafür geben hier. In diesem Ort nicht mal einen halben Punkt. Vielleicht so 0,1 Punkt oder so. Wenn überhaupt. Und ich verstehe den Mann dann. Überspringen. Aber ich bin hochgradig verwirrt. Hier geht's auch lang. Oder hier geht's auch nicht lang. Also man kriegt ein ziemlich schlechtes Feedback, ob man das jetzt geschafft hat oder nicht. Hätte jetzt auch einfach sterben können. Das wäre nicht aufgefallen.
Ja. Ich höre Dinge, die ich nicht hören möchte. Verstanden, dass du dich verletzt hast, Junge. Gehe ich jetzt erstmal auf die andere Seite kurz. Das verwirrt mich unglaublich, wenn ich ehrlich bin. Ach so. Na gut, so ein bisschen sagen sie sich schon, falsch gehen kannst du nicht. Nur ein bisschen. Müsste ich nicht langsam mal wirklich wieder einen Speicherpunkt bekommen? Er klingt immer so angestrengt. Also so irre bin ich nicht. Haben die jetzt gerade ernst gemeint? Ja, das haben die ernst gemeint, ihr Schweine. Ihr seid solche Schweine. Für einen Speicherpunkt, aber gern genug, um mir Munition zu geben. Abgeschlossen. Hier ist sehr unangenehm, Leute. Hier ist sehr, sehr unangenehm. Weiter. Oh Gott. Und wenn jetzt hinter mir irgendwas ist. God damn it. Dann bin ich jetzt endgültig in der Hölle angekommen. Offensichtlich. Wenn ich so gechillt aussehe, liegt das nicht daran, dass ich gechillt bin. Ich bin's wirklich nicht. Ich bin das Gegenteil von gechillt. Oh Gott. Gut, dass ich nochmal hier hochgegangen bin. Wie habe ich jetzt? Zwei, ne? Zwei und kein Serum mehr. Also jetzt
habe ich Heilung gekriegt, ich habe Munition gekriegt, aber sie war nicht großzügig. Ich bin noch mehr einen Speicherpunkt zu geben. Ha! Josh, du kleiner Penner. Ehrlich, ich hätte dich als Bruder... Ohne Witz, den hätte ich schon längst aufgehört zu suchen. Dahin, Bruder, her. Also, wenn ihr glaubt, dass ich nicht angespannt bin oder so, ne, ist eine Lüge. Ich bin angespannt. Sogar sehr. Und ich finde, so langsam könnten sie mir wirklich einen Speicherpunkt geben. Aber nein, sie gehen. Lass mich einfach immer tiefer in die Hölle wandern. Ein kranker Ort. Das Schloss ist anscheinend defekt. Ich sag doch, die haben hier keine Schlossanzeige für. Oder Shepherd's Glen. Rüberspringen. Okay. Da kann ich auch rüberspringen. Entschuldigt, Leute. Slug auf. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ich habe ja immer noch die Illusion, dass ich vielleicht einen Speicherpunkt finde. Oh Gott. Also da geht's noch tiefer in die Scheiße. Okay. Ach, dann gehe ich doch mal auf der anderen Seite. Ich kann einfach nicht glauben, dass die Menschen Speicherpunkt verwehren. Ich bin super verunsichert, wo ich lang soll. Na gut, dann gehe ich halt erst da hinten, weil da ist ein Hebel. Wenn ich solche Hebel umlege, ist meistens Ende Gelände, dann komme ich nicht mehr zurück. Also gehe ich erst auf die andere Seite. Thank you.
bin ich hier? Oh. Mit Brecheisen? Ist das auch eine Waffe? Das ist auch eine Waffe. Also das hat sich jetzt ja mal gelohnt, doch einmal hier lang zu gehen. Nicht, dass ich einen Speicherpunkt gefunden hätte oder so, aber... Oh, die Säcke leben. Das ist bitter. Und der Sound einfach furchtbar, Leute. Aber das Brecheisen kann ich bestimmt gebrauchen. Was auch immer. Dann wollen wir mal. Dann war das mit. Dann habe ich mit dem Hebel vermutlich die richtige Intuition gehabt, dass wenn ich den drücke, dass es da weitergeht. Ich finde es aber schon frech von dem Spiel, nicht das hier alles machen zu lassen ohne Speicherpunkt. Weg, Leute. Na gut. Ist das vielleicht einfach ein Ab... Josh, meine Fresse, ne. Ich mag dieses Kind wirklich überhaupt nicht. Ach so, seht ihr Leute, da wäre ich nicht mehr weitergekommen. Was ist das hier für ein Albtraumort? Gar nichts, okay. Auch nichts. Nichts, einfach nichts. Hier kann ich durch. Ich brauche noch nicht mal als Gegner, um Angst zu haben, ehrlich. Nein, nein, nein. Warte mal. Ah. Was ist los? Lass doch los, du kranken Bratzenvieh. Wozu bin ich jetzt? Ah, das sind die. Bin dann hier weg. Oh, okay. Ja. Immer tiefer in die Scheiße rein. Ohne Speicherpunkt. Das macht mich traurig und fertig zugleich. Das macht mich auf so vielen Ebenen fertig, keinen Speicherpunkt zu haben. Thank you.
sag da ganz bestimmt nicht Nein zu. Zwei Tränke und ein Serum ist nicht viel. Hab ich irgendwo einen Speicherpunkt übersehen oder so? Das kann es nicht sein. Also, was haben wir hier? Das geht nicht, weil, keine Ahnung. Nicht so schlimm ist. Ich habe coole Sachen gefunden. Aber wenn ich das jetzt drücke, geht doch die 4 wieder los, oder? Ja, dann geht die 4 wieder los. Habe ich denn die Möglichkeit, die 3 irgendwie auszuschalten wieder? Warte mal. Indeed, das habe ich. Das war einfach. Jetzt kann ich die 4 ausmachen. Haha! So, hat mich geprägt. Mit sowas braucht man mir gar nicht kommen. Kann doch nicht sein. Ihr lasst mich hier wirklich ohne Spaß. Oh. Oh Gott sei Dank. Das Ding heißt wirklich Abstieg in die Hölle. Und ich habe einfach nur so drauf rumgerätselt. So, ja, wir sind hier auf dem Weg zur Hölle. Aber Leute, ich weiß, ich habe noch 6 Minuten, aber... Ich kann nicht mehr. Ich kann gerade wirklich nicht mehr. Ich weiß, ich sehe super entspannt aus, ich bin's aber überhaupt nicht. Ich glaube, ihr habt letztes Mal ja auch eine Überlänge-Folge gekriegt. Ich glaube, dann ist es nicht so tragisch, wenn ihr diesmal mal eine etwas kürzere Folge von mir bekommt. Aber ich würde hier gerne an dem Speicherpunkt-Cut für heute machen. Ich bin einfach seelisch gerade nicht mehr bereit, das zu machen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir mal, ob wir diesen komischen Doktor hier unten finden. Was auch immer er hier unten tut. Ich hoffe, er wird nicht von noch mehr Krankenschwestern bewacht. Die 5 waren creepy. Und damit haut rein.